Ja, hallo, willkommen zur Vorstellung des neuen Fafnirs. Also, so sieht das Ding aus. Rare Unit. Can only be unlocked through random reinforcement cards between rounds. Genau. Und dann kann man den aber jetzt witzigerweise vorher in eigene Upgrades geben, was ja vorher bei diesen Reinforcement Card nicht gegangen ist. Photonemission. Search Radar ist neu. Also, das kennen wir ja, ne? Photocoating. Activate Search Radar increases the range of friendly ground units within a 100 Meter Radius bei 10. Do not stack, also das heißt, alle Einheiten haben 10 mehr Reichweite. Na gut, die Frage ist, ob Crawler funktioniert. Muss man mal testen. Aber auf jeden Fall hat man dann 10 mehr Reichweite. Ja, das ist schon ein sehr heftiger Buff, kostet aber auch 300. Ich meine, die Karte, die, glaube ich, 10 mehr Reichweite macht, kostet 400. Ne? Die ist aber auch die ganze Map natürlich und die Einheit muss ja nicht sterben. Muss man mal abwägen, ob sich das dann lohnt. Missile Interceptor, da ist am Schluss natürlich die epische Frage, welche Version das ist, wie gut der ist. Ja? Das wäre, glaube ich, sehr wichtig zu wissen. Das muss man auf jeden Fall auch testen. Electromagnetic Explosion. Das ist eine normale EMS, oder? Weil Explosion klingt so komisch. Das heißt ja so ein Shot, ne? Also müsste man ebenfalls mal testen, was der denn da abschießt. Kostet aber nur 100. Und dann eben der Range, ja, Range halt. Ansonsten Werte. Kostet halt 300, dafür ist er nicht so super tanky, aber auch nicht schlimm, ist super schnell, hat eine sehr hohe Attack, soliden Splash auf jeden Fall, schießt auch noch schnell, gute Range, also da scheint mir so ein ja, so Tycoon Mustang-Dingi unterwegs zu sein. Also eigentlich mit sehr viel mehr Schaden, also 1000 Schaden ist schon eine Menge, müssen wir uns auch mal angucken. So, jetzt machen wir das, und zwar testen wir das gegen die Raketen und gucken mal, ob dieses EMS irgendwas Besonderes ist. Nur mal aus Neugierde, also wie viele Raketen fangen wir ab? Bleibt er dann stehen und so weiter. Ah, er feuert aus der Fahrt, das ist schon mal ganz gut. Er dodgt seine Raketen sogar. Hat zwei Suchraketen, die er feuert. Ich dachte halt, er will mit dem G feuern, aber offensichtlich schießt er Suchraketen. Ist die Frage, was an dem EMS vielleicht liegt. Und jetzt hier, ne, gucken wir, wie er das ausschaltet. Ja, also sieht doch ganz solide aus. Ist tanky, macht alles tot. Jetzt natürlich die große Frage, es macht auch Flächenschaden, wie man hier sieht. Wobei, das hat nur geblinkt, aber hat es nicht gemacht. Jetzt mache ich es nochmal aus, ob es wirklich sonst auch eine Rakete ist. So, jetzt haben wir es ausgemacht. Jetzt habe ich nochmal die Reichweite angemacht, um mal zu gucken, wie es aussieht. Das ist der Sucher da. Und dann die normale Reichweite. 175 kommt, 165 kommt da. Genau, schießt also auch die normalen Raketen ab. Also die Feuerrate ist sehr episch. Allerdings hat er die Angewohnheit, zwei Raketen auf ein Ziel zu schießen. Auch wenn man nicht unbedingt die beiden bräuchte, hatte ich einen Eindruck. Auf jeden Fall macht er viel Schaden und schießt sehr schnell. Ja, ich meine, es sind 300er Einheiten, ne? Von da schon okay. Also ich glaube, dass der wirklich ganz solide Zahlen hinlegt. Ja, also scheint mir eine sehr gute Einheit zu sein auf den ersten Blick. Wer kontert die jetzt, ist die Frage. Steeball? So, da kommt der gute Steeball. Vielleicht haben wir die Crawler, ne? Hat schon ein bisschen Flächenschaden, aber vielleicht geht ja der Crawler auch, um ihn genug abzulenken. Steeballs. Töte direkt zwei. Also Steeball scheint mir eher ein bisschen kritisch. Okay. Hat er weggepustet mit null Schaden. Verstehe. So, nächster Durchgang. Ich will mal gucken, wie das kleine Vieh kaputt macht. Huch. Und dann gehen wir nochmal den Skorpion. Als Skorpion sollte das locker gewinnen, nur zwei Schüsse, die er braucht. Genau, wie hier der Flächenschaden, also. Er hat wieder auf einen geschossen, der eigentlich fast schon scheintot war. Also dafür, dass der halt, ich habe jetzt ohne Upgrades, ne? Also dafür, dass er halt wirklich so hervorragende Zahlen hier überall hat, auch die Grundreichweite. Ich glaube, der hat einen hervorragenden Preis. Und er schießt ja auch auf Lufteinheiten, wenn ich es verstehe, ne? Ich hole mal eine Wespe. Sogar den hätte er fast tot gemacht, wo man nur zwei Treffer braucht. So, jetzt machen wir mal die Wespe. Der schießt ja angeblich auch in die Luft, steht da. Ich weiß es nicht, also mein Eindruck ist, dass der einfach zu gut in allem ist. So auf den ersten Blick. Weil die Grundreichweite von dem ist ja schon abartig hoch. Die Feuerrate ist hoch. Er macht auch nicht ne, mit kleinen Schüssen, dass man das panzern könnte dagegen. Also, mal einen Rhino gegenlaufen lassen. Aber im Moment würde ich sagen, den Fast hier würde ich auf jeden Fall holen, ne? Also, der räumt ja eigentlich alles super weg und hat viele Optionen bei den Upgrades, die sinnvoll sind. Löst vor allem auch alle Luftprobleme gleichzeitig mit dem Bodenproblem, ne? Ja, also der Rhino scheint ganz gut dagegen zu sein. Mit 200. Ne, der Steeball hat ihn ja nicht gekontert, aber der Rhino, und da kostet er ja ein 100er weniger als das Ding. Ja, aber ich weiß es nicht, Freunde. Also,
Der scheint auf jeden Fall eine sehr starke Einheit zu sein. Ich glaube, ich würde mich, ja, also ich würde die wahrscheinlich immer reinnehmen, wenn es irgendwie geht. So, ja, da muss ich beim Spiel testen jetzt die Tage. Und jetzt sind wir erstmal wieder weg. Ciao, ciao.